Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Papierverrückte. Ich bin's, die Christina, und wir wollen heute wieder eine Verpackung basteln. Die Verpackung habe ich irgendwo im Internet gesehen und dachte mir, boah, dafür braucht man doch keine Stanze kaufen. Das kriegt man doch auch so ganz gut hin. Also das war jetzt nicht so dramatisch schwierig, dachte ich mir zumindest. Und dann habe ich mal einen Prototyp gebastelt. Der Prototyp sieht so aus. Ich habe jetzt Papier genommen, das mir nicht gefällt. Dachte mir, ja gut, ich mache das jetzt ein bisschen kleiner. Ich wandle mir das so ein bisschen ab, so wie ich das brauchen kann. Und dann ist diese Box hier entstanden. Und ich dachte mir so, nee, das ging voll in die Hose. Schaut mal, eigentlich hätte das so plan verschließen sollen, aber das legt sich nicht richtig. Also habe ich es dann nach innen gestülpt, damit es auch einigermaßen irgendwie so passt. Aber wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen aufmache, und da könnt ihr schon sehen, dass da nicht viel Platz für irgendwas drin ist. Also da kann man nicht mal gescheit eine Kette oder sonst irgendwas drin verstauen. Und ich dachte mir, ich mache jetzt irgendwie so eine Verpackung, die ihr auch für einen Valentinstag zum Beispiel gut verwenden könnt, wo man einfach so ein bisschen was reinpacken kann. Ich weiß, also Valentinstag ist ja immer so eine Sache. Man sieht schon wieder im Aldi-Prospekt, im Lidl-Prospekt und überall. Ich muss ehrlich dazu sagen, Valentinstag ist so überhaupt gar nicht meins. Aber ja, man kann es ja auch immer für jeden anderen Anlass auch umwandeln. Aber das hier ging zumindest mal vollkommen in die Hose. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber wie es richtig gut funktioniert hat und wie das am Ende aussehen soll, das siehst du nach dem Intro. Also das hier packe ich jetzt einmal weg und jetzt zeige ich euch meinen Prototypen, der es jetzt tatsächlich auch wirklich geschafft hat, als maßgebendes Teilchen zu gelten. Das hier ist die Box, so sieht sie aus. Man kann sie jetzt hier einmal öffnen und auch hier einmal öffnen. Und dann habt ihr hier nämlich jetzt richtig, richtig viel Platz zum Verstauen. Ihr könntet theoretisch die von beiden Seiten aufmachen. Und so sieht das Ganze dann einmal aus. Und da ist richtig schön viel Platz. So geht sie wieder zusammen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich das auch in die gleiche Richtung mache, damit es nicht irgendwie komisch aussieht. Wir wollen das jetzt gemeinsam basteln und wir wollen das aber auch noch dekorieren, ist ja klar. Es soll ja nicht so bleiben, das ist jetzt wie gesagt ein Prototyp. Da habe ich jetzt einfach auch ein bisschen Papier verbastelt, was ich überhaupt gar nicht mag. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ihr braucht Papier. Ich nehme jetzt ein weißes mit Absicht. Ich zeige euch nachher aber auch noch eine Variante, oder wir wollen noch eine zweite Variante dekorieren mit diesem Cardstock hier. Das ist aus dem, jetzt muss ich gerade mal schauen, das ist aus dem Basic and Bold Floral Block, den ich auch Freitag letzte Woche verwendet habe. Genau, also die zwei Papiere habe ich mir schon mal vorbereitet. Mit dem hier zeige ich euch, wie es geht, damit man auch die Bleistiftlinien sieht. Denn die mache ich jetzt für euch einfach mit dazu. Und dann nehme ich mir jetzt einfach einmal jetzt zwei Stempelkissen. Einmal in Lindgrün und einmal in Minzmakrone. Das sind gerade irgendwie so meine Frühlingsfavoriten. Ist jetzt eher weniger Valentinstag, wenn ihr euch jetzt beschweren solltet. Ja, aber ich möchte euch hier einfach auch zeigen, dass es auch für jeden anderen Anlass funktioniert. So, und dann nehme ich mir hier dieses Stempelset von Café Constanze, weil da ein Herzchen drin ist, beziehungsweise sind zwei Herzchen drin, ein gefülltes und ein Linienherzchen. Und damit möchte ich jetzt erstmal noch kurz mein eigenes Designpapier machen. Und danach starten wir los. Ihr habt bestimmt irgendwo auch irgendwelche Herzchenstempel. Da bin ich mir ganz sicher. Und ja, genau, also ich mache das jetzt so, dass ich das Herzchen, das den Rahmen hat, im dunkleren Ton stemple und das mit dem helleren Ton stemple ich mir mit dem gefüllten Herz. Oh, den habe ich gar nicht sauber gemacht, den Stempel, das muss ich noch nachholen, das habe ich irgendwie da, oh,
Rote auch. Oh, wow, wow. Ja, das mache ich jetzt mal kurz. Und bevor ich es vergesse, vielen lieben Dank für all die Glückwünsche zu meinem Meilenstein 5000 Abos. Mega Sache. Ich danke euch von Herzen. Ich liebe es so, mit euch, von euch zu hören, mit euch zu interagieren. Ja, für euch zu basteln, euch Ideen zu liefern. Und ja, es kommt so viel einfach von euch zurück. Und dafür möchte ich einfach auch nochmal jetzt hier im Video ganz persönlich und ohne Community-Post einfach Danke sagen. Ihr seid einfach toll. Ihr seid wirklich toll. Und ja, ich möchte euch nicht missen. Und das ist auch hauptsächlich auch mit euer Verdienst, dass es jetzt die 5000 geworden sind. Wenn ich daran keinen Spaß gehabt hätte und nicht so viele tolle Menschen in mein Leben getreten wären, dann hätte ich das wahrscheinlich auch mit YouTube gar nicht so weitergemacht. Muss ich echt sagen. Also ihr seid der Grund, warum ich quasi hier bin. Sonst hätte ich wahrscheinlich im stillen Kämmerlein weitergebastelt und hätte wahrscheinlich Scrapbook-Alben gefüllt. So, also ich zeige euch, oder ich stempel jetzt mit euch mal so ein bisschen den Anfang, aber natürlich nicht alles, weil das dauert nämlich schon eine kleine Weile und ich möchte euch ja nicht langweilen. Ihr wollt ja die Schachtel basteln und nicht die Papiere jetzt hier bestempeln. Es gehört in gewisser Weise dazu, aber ihr nehmt auch einfach das, was ihr habt. Ich mache das jetzt auch so, dass ich jetzt hier keine bestimmte Richtung habe, sondern ich fülle das jetzt einfach hier mal so voll. Und jetzt zeige ich euch das hier noch mit der Farbe. Ich mache dann gleich nochmal weiter. So, und das mache ich jetzt im stillen Kämmerlein vollends fertig. Und so sieht jetzt mein Designerpapier aus, das ich jetzt selbst gestaltet habe. Und jetzt nehme ich mir hier noch einmal meinen Hebeschneider und schneide mir das bei 10 cm einmal ab. Und ich habe jetzt bewusst tatsächlich mal hier das angelegt an der unteren Kante und nicht oben, damit es mir auch nicht verrutscht. Wir hatten jetzt erst unter dem letzten Video so eine kleine Fachsimpelei über den Hebeschneider, weil eine Zuschauerin hat gemeint, der würde bei ihr irgendwie immer so haken. Aber das macht er bei mir nicht, aber tatsächlich schneidet der ein bisschen krumm, wenn man es oben anlegt. Denn wenn man dann so runterquetscht, dann quetscht es das Papier nämlich auch in die untere Richtung. Und dann kann es sein, dass es ein bisschen schief ist. Deshalb eigentlich eher lieber unten anlegen. Dann funktioniert das besser, weil dann das Papier nicht mehr entfleuchen kann. Es liegt einfach stabiler. So, zweimal, also zwei Bögen, 20 cm mal, ist trotzdem nicht ganz genau, das ist blöd. Ich muss nochmal, es ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ich versuche es trotzdem so gerade wie möglich zu schneiden. Aber ich glaube, das liegt daran, dass das Papier nicht ganz gerade ist. So, jetzt dürfte es besser passen. Zumindest sind sie jetzt wieder symmetrisch. Sonst kann es mal sein, dass es ein bisschen unschön ist dann mit unserer Schachtel. So, jetzt braucht ihr entweder ein Falzbrett. Ich nehme ja immer dafür mein Stampin' Up Papierschneider, den ich mir einfach damals gekauft hatte. Schneiden tue ich damit nicht mehr, aber ich falze noch damit. Hin und wieder zumindest. Und ich lege jetzt an bei 1 cm und falze mir erstmal das. Und dann gehe ich weiter auf 4,5 cm. Und das falze ich mir auch nochmal. Und dann machen wir gleich von Hand weiter. Das machen wir natürlich mit dem anderen Stückchen auch. Also nochmal bei 1 cm anlegen. So, und dann durchschieben und bei 4,5 cm einfach anlegen. Da
Dann haben wir nämlich eine 1 cm Klebelasche und dann haben wir hier noch 9 cm und davon ist die Hälfte eben 4,5. So. Das hätten wir schon mal. Jetzt muss ich nur ganz kurz meine Aufzeichnung noch mal herholen, denn die Maße habe ich natürlich mir jetzt nicht gemerkt. So, aber ich habe eine ganz tolle Zeichnung angefertigt. Jetzt falten wir das aber erst einmal noch kurz nach. Das ist nämlich ganz, ganz schlau, wenn wir das jetzt genau jetzt machen und nicht nachher. Dann sparen wir uns nämlich auch nachher noch ein paar Schritte. So, also ich falte mir das Ganze jetzt einmal in der Mitte und die Klebelasche lasse ich außen. So, dann markiere ich mir einmal von unten aus gesehen, lege ich mir das Geodreieck an, gucke, dass es gerade ist und markiere mir 2,7 cm. Dann mache ich mir einfach ein kleines Strichle hin. So, und von hier aus ziehe ich jetzt hier von dieser Kante hier unten einfach dann eine Linie rauf. Ich mache das jetzt mit euch mit Bleistift. Normalerweise würde ich jetzt einfach hier mein Falztool nehmen und würde dann da einmal rüberfalzen, aber dann seht ihr das natürlich nicht. Das wäre ja dann blöd. So, in dem Zuge markiere ich mir auch gleich noch von hier unten in der Mitte bei 5,3 cm einen Punkt, den wir nachher brauchen. Wobei, eigentlich könnten wir das auch jetzt schon einzeichnen. Nee, wir zeichnen das nicht ein. Da, wie gesagt, das hier zeichnen wir uns ein, das seht ihr dann nachher. So, auch hier machen wir das Gleiche. Ich messe mir jetzt hier wieder ab. 2,7. Und auch gleich noch 5,3. Und dann ziehe ich mir hier von der unteren Kante aus einfach einen Strich durch und da gehe ich auch über die Klebelasche drüber. Und so sollte das dann aussehen. Jetzt nehme ich mir meine Schere und jetzt schneide ich einfach das hier einmal ab. Und auf dieser Seite mache ich das genauso. Perfekt. So, hier sind meine zwei Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera sehen könnt. Hier und hier. Ich messe aber zur Sicherheit nochmal nach. 5,3. Ja, das dürfte ja eigentlich sein. Warum sollte ich mich jetzt vermessen? 5,3. Ihr wollt, das passt. So, und jetzt ziehe ich aber mit meinem Faltstift. Und das mache ich jetzt tatsächlich mit dem Faltstift, weil sonst würde ich mir ja hier mein Papier versauen. Jetzt falze ich mir von dieser Linie hier zu dieser Außenkante hier. Und das mache ich auf beiden Seiten. Könnt euch auch was runterlegen, wenn ihr, wenn ihr jetzt Angst um eure Unterlage habt. Bei mir ist es wurscht. Die ist sowieso schon so alt. Jetzt müsst ihr aufpassen, hier ist die Klebelasche. So. Die habe ich jetzt einfach mal eingeklappt und dann kann ich auch hier zur Mitte hinfalzen. Hier auch. Und da auch. So sieht das Ganze dann einmal aus. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier sind die... Oh, man kann es schlecht erkennen. Aber ihr wisst ja, ihr habt es ja jetzt gesehen. Das Gleiche mache ich jetzt hier auch nochmal.
Das heißt, hier lege ich mir das Ganze an. Halt, wir machen das da auf der Seite. Aber eigentlich ist es egal. 2,7. Und dann hier einmal den Strich zum Wegschneiden. Dann hier einmal bei 5,3. Ich muss immer wieder auf meinen Notiz spickern, ob ich das jetzt auch wirklich richtig gesagt habe. Das markiere ich mir. Theoretisch könnte man jetzt auch schon sagen, ich falze mir das schon mal rein. Wenn man es sowieso schon liegen hat. Ihr müsst einfach gucken, wenn ihr davon jetzt auch mehrere machen wollt, wie ihr so eure Routine findet, sage ich jetzt einfach mal. So, dann auch hier 2,7. Und hier 5,3. So, und dann schneiden wir mal. Und so habt ihr eben gleich die Klebelasche auch gleich mit angeschreckt und müsst da nicht lang rumhantieren. Deshalb habe ich das jetzt so gemacht. So, jetzt hat es leider nicht so durchgedrückt. Aber dann machen wir das jetzt einfach manuell nochmal. Hier und hier. Hier und hier. Und das radiere ich mir aber auch gleich nochmal weg. So. Und dann geht es auch schon ans Zusammensetzen gleich. Jetzt falten wir erstmal hier diese Knicklinien so ganz vorsichtig erstmal mit den Händen nach. So. Und dann ziehe ich das aber mit meinem Falzbein auch nochmal nach, damit es auch eine schöne scharfe Kante gibt. So. Und das gleiche mache ich da auch erstmal von Hand so ein bisschen vorknicken und dann legt sich das theoretisch auch schon ganz gut hin. Und klar, so eine Stanze geht natürlich alles schneller, weil die Faltlinien sind eben schon gemacht. Ist ja klar. Und dann muss man nur noch zusammensetzen, aber ich finde einfach auch mal so eine Verpackung selber machen, das entschleunigt natürlich und wir basteln ja, weil wir basteln wollen und nicht nur zusammenkleben. So, jetzt haben wir diese zwei Teile und jetzt können wir es auch zusammenkleben. Ich nehme jetzt einmal die Seite ohne Klebelasche und die Seite mit Klebelasche und das klebe ich mir jetzt hier einmal so zusammen. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen dauern, bis das angezogen ist. Was ihr auf jeden Fall gut machen müsst, ist hier in die Ecke reingehen. Also sowohl hier als auch da und nachher auf der anderen Seite natürlich an der Klebelasche auch. Weil wenn sich das dann wieder so ein bisschen aufspaltet, dann stellt es da irgendwie so komisch den Schnabel raus und dann sieht es nicht so perfekt aus. So, also ich füge das Ganze jetzt einmal zusammen und ich lege das jetzt, huch, warum stelle ich mich eigentlich extra blöd an, wenn die Kamera an ist? Oh Mann, ich klebe das jetzt so hin, also ich füge es so ein bisschen schon zusammen. Ja. Und da empfehle ich euch echt ein Flüssigkleber. Also jetzt stelle ich mich extra dämlich an. Das ist ja echt bescheuert. Ich glaube, ich mache jetzt die Kamera aus. Dann klappt es bestimmt. Steht noch ein bisschen über.
Also was mir bei der ersten Karte so ein bisschen geholfen hat, ist, ich habe das schon mal zusammengeklappt gehabt und habe das dann zusammengeklebt. Genau so war es nämlich. Also ich habe das schon so seine ursprüngliche Form schon zusammengehalten gehabt. Und dann hat das nämlich auch richtig gut funktioniert. So, genau. Und jetzt, das Papier ist nicht so stabil wie das andere. Und jetzt kann ich das eben schön zusammendrücken und warten, bis das angezogen ist. Und ihr seht, jetzt legt sich das auch hier schön in der Ecke. Na? Und sperrt hier in der Kante hier nicht den Schnabel auf. So, das mache ich natürlich auf dieser Seite auch. Das heißt, hier lege ich mir das schon mal so ein bisschen so hin, dass es passt. Und hier passt jetzt irgendwas nicht ganz so gut, merke ich gerade. Es ist halt immer irgendwie alles so ein bisschen individuell, ne? Jede Box, jede Schachtel ist anders. Aber dann werde ich hier einfach nochmal ganz kurz ein bisschen hier nachschneiden und die Klebelasche einfach nochmal ein bisschen anschrägen. Vielleicht legt sich es dann. Also das auch immer mal noch kurz probieren. Sieht man ja nachher nicht mehr. Ja, schaut, jetzt klappt es besser. So, also dann werde ich das jetzt auch festkleben und auch hier wieder gut in die Ecke gehen. So, ich klebe an den Fingern. Einmal andrücken. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Kleber angezogen ist, weil wenn ich jetzt irgendwie was Blödes mache, dann kann es eben sein, dass es wieder auseinander geht. Ich mache einfach so lange mein Klebefläschchen zu. So. Aber die Box sieht doch jetzt schon richtig schön aus. Da hätte noch das ein oder andere Herz vielleicht hingehört, aber das macht ja nichts. Also da kommt ja jetzt sowieso dann gleich noch ein Band drüber. Dass wir uns eigentlich, oder ich mir schon mal aus meinem Körbchen holen kann. Ich dachte, ich nehme jetzt das hier. Da können wir das dann nachher hier so rumwickeln. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Aber damit wir hier nachher noch diese Öffnungen auch aufkriegen, nur, dass es hält. So, damit wir das jetzt auch schön nachher aufmachen können, fehlt natürlich was. Es sieht zwar jetzt mega toll aus, weil das sich jetzt so ineinander fügt. Wer möchte, kann übrigens hier das auch, wenn ihr das hier unten zu haben wollt, ja, also weil da irgendwie ein bisschen was Schwereres reingehört oder so, damit das nicht wieder aufklappt, könntet ihr das theoretisch auch festkleben. Ich mache es jetzt nicht. Sondern was ich jetzt noch mache, ist hier eben noch einmal anschrägen, beziehungsweise so ein Dings rauszwicken, so eine Eingriffslasche. Und ich habe keinen kleinen Kreis in glatt. Ich habe nur einen halben Inch in Wellenkreis. Und Wellenkreis finde ich dann immer zum Greifen irgendwie ein bisschen manchmal eigenartig. Deshalb dachte ich mir, jetzt nehme ich doch einfach diese Blümchenstanze hier. Die habe ich eigentlich schon lange nicht mehr benutzt. Und dann nehme ich jetzt einfach dieses eine Blütenblatt. Und dann ist das ja quasi auch wie ein Kreis. Guckt mal. Man muss nur hin und wieder ein bisschen um die Ecke denken. Und dann hat man auch das richtige Material zur Hand. Ups. Hui. So. Das fügt sich gleich schon wieder hier in seine Position. Das mag nur so. So. Zack, zack. Und jetzt kann ich es hier nämlich auch schön greifen. Und jetzt passt mal auf, jetzt hat der Kleber nicht richtig funktioniert. Das ist das, was ich euch die ganze Zeit gesagt habe. Seht ihr das? Das dürfte nicht passieren oder soll noch nicht passieren. Das sollte eigentlich richtig schön erstmal festkleben. Und dann, da hat es gehalten schon, aber hier eben noch nicht.
Ja, es wird schon sich wieder verbinden, aber ich habe jetzt auch einfach nicht die Zeit. So, Pech gehabt. Ich möchte hier auf der Seite dekorieren, an der jetzt nicht hier diese Nupsel hier sind und diese Lasche. Also diese Box hält von sich aus auch schon eigentlich zu. Na, das muss ich dazu sagen, weil nicht, dass ihr jetzt da Angst bekommt, weil ich jetzt das Band hier noch drumherum mache, dass die irgendwie aufgehen könnte. Nein, das tut sie, glaube ich, definitiv nicht. So. Aber es sieht halt einfach schöner aus. Man könnte da jetzt auch noch ein Eckchen reinschneiden, aber ich finde das so eigentlich ganz nett. So. Und jetzt haben wir es schon so eine richtig schöne, maienhafte, zauberhafte Maiengrün, wollte ich schon sagen, oder lindgrüne Schachtel. Mit diesem schönen Minzmakrone noch dazu. Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich auch noch ein bisschen verzieren. Deshalb nehme ich mir jetzt hier dieses Stempelset. Das ist von Alter New und heißt Label Love German. Da hat mich jetzt auch eine Zuschauerin gefragt gehabt, wo ich da, ob es denn das überhaupt gibt. Sie hat das noch nicht gehört. Ja, es gibt das. Es gibt tatsächlich hin und wieder Stempel von Alter New, die deutsch sind. Und da ist das Ich liebe dich drin. Ihr könntet jetzt auch theoretisch sagen, oh, ich bleibe bei Café Constanze. Hier ist ein Hab dich lieb. Aber ein Ich liebe dich ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, finde ich, wie Hab dich lieb. So, jetzt müssen wir nur gucken, weil diese Stempel funktionieren nicht so gerne bei extrem nasser Tinte. Ich habe jetzt festgestellt, mit diesen Chalk Inks vom Action, diese in dieser Tropfenform, die funktionieren eigentlich relativ gut, weil die eben so stark pigmentiert sind. Aber ich gebe jetzt einfach mal mein Bestes und hoffe, dass man es jetzt erkennen kann. Ich stempel jetzt in Minzmakrone, weil ich da den maximalen Kontrast habe. Aber es dürfte gut geworden sein. Boah, beinahe Unfall. Ein beinahe Unfall. Ja, sieht doch ganz gut aus. Also das mit diesen Unregelmäßigkeiten hier, das könnte theoretisch auch, ich kann es mal probieren, nochmal zu reinigen, könnte jetzt auch sein, dass das irgendwie ein bisschen Verschmutzung ist. Aber es soll ja auch so ein bisschen aussehen wie ein Label. Deshalb, also mich stört es jetzt nicht, aber es ist auch nicht ganz so gestochen scharf. Das muss ich dazu sagen. Aber wir machen nochmal sauber, machen nochmal einen Test. Kann aber auch einfach sein, dass es der Stempel ist. Oder das Stempelkissen. Oder. Ich vermute fast, war das Stempelkissen oder irgendwie Dreck drauf. Also der Abdruck ist ein bisschen anders schon wieder geworden wie der hier. Also da sind die Buchstaben irgendwie ein bisschen gestochener. Naja, ist egal. Man kann beides lesen. Wobei man das ein Ticken besser lesen kann. Deshalb mich stört das auch gar nicht, dass da jetzt hier so ein Pünktchen ist. Ich schneide mir das nochmal aus und zwar mit einem kleinen weißen Rand. So. Und dann habe ich aus diesem Stanzenset hier vom Action, das habe ich noch nie gebraucht, habe ich jetzt hier mal so ein paar Valentinssachen rausgenommen. Ich denke, wir werden das hier da noch dahin hängen. Und das stanze ich mir jetzt einmal in Weiß aus und ja, dann versuchen wir das irgendwie noch so hinzubaumseln. So, Dala, ich habe mir jetzt hier noch so ein bisschen grünes Band genommen. Das ist eher so ein Garn.
das werde ich jetzt auf jeden Fall mal hier so, ups, müssen wir nur mal gucken, hier so durchfädeln. Haben wir einfach auch noch mal so ein bisschen Kontrast. Ich mache da auch gar keine Schleife rein. Zum einen blamiere ich mich ja sowieso wieder und zum anderen habe ich einfach keine Lust. Ich lasse es jetzt einfach so hängen. Man könnte das jetzt auch hier nochmal durchfädeln. Das sieht vielleicht noch ein bisschen eleganter aus. Ich lasse es jetzt aber so einfach so rumhängen. Und das hier, das möchte ich mir irgendwie dann noch, weil das ja so schräg ist, müssen wir mal gucken. Also ich werde es mir, glaube ich, hier oben irgendwie noch so drauf machen. Und zwar mit einem Klebedings hier. Ein Foampad. Und ich glaube, da werde ich auch nochmal ein Foampad hinmachen. Und werde es dann so runterhängen lassen. Also so wie so einen Bogen machen. So. Irgendwie so. So sieht es doch ganz süß aus. Das ist halt jetzt eine ganz, ganz schlichte Variante für die Box. Ich finde aber großartig, viel braucht man da jetzt eigentlich auch gar nicht mehr dekorieren. Das hier finde ich mega, mega süß hier. Warum habe ich das nicht vorher verwendet? Und jetzt mache ich noch die zweite Schachtel. Da müsst ihr ja jetzt nicht mehr dabei sein. Die habt ihr ja schon gemacht, aber wir dekorieren die dann noch zusammen aus, damit es sich einfach so ein bisschen gelohnt hat. Die zweite Schachtel habe ich jetzt auch noch gleich kurz angefertigt und ja, was soll ich sagen? Es ist eben Actionpapier. Ihr seht es hier einfach, das ist nur bedingt für Verpackungen geeignet. Ja, das reißt hier einfach so ein bisschen ein. Beziehungsweise es ist ja so ein ganz, ganz kleines bisschen eben aufgerissen und drunter ist halt das Papier nicht eingefärbt. Das ist halt nur aufgedruckt und dann sieht es halt so aus. Aber ich kann damit leben, weil ich dachte mir, jetzt greife ich dieses Weiß einfach mal noch so ein bisschen auf. Vielleicht sieht es dann einfach auch so aus, als wäre es gewollt und es fällt nicht auf. Ich habe hier deshalb jetzt mal ein weißes Band. Es sind halt jetzt ganz untypische Valentinsfarben, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich bin auch nicht der Valentinstyp. Mein Mann und ich schenken uns auch normalerweise nichts. Dieses Jahr sieht es eben jetzt ein bisschen anders aus, weil ich jetzt hier eben für euch, mit euch einfach hier was basteln wollte. Es gibt bestimmt ein paar, die das zelebrieren, diesen Tag. Und ja, mein Mann wird wahrscheinlich nicht damit rechnen. Jetzt habe ich mir hier auch aus diesem Stanzenset mit dieser kleinen Herzstanze einmal Rahmen und einmal Innenleben ausgestanzt. Und jetzt muss ich mal kurz Schluss machen, jetzt hat es geläutet. Ihr könnt jetzt sehen, wie ich hier die unterschiedlichen Herzen einfach oben und unten an der Schachtel befestige. Da mache ich das einfach so, dass es halt einigermaßen schön aussieht. Also ich gruppiere mir einmal Rahmen und einmal Innenteil so ein bisschen und gucke einfach, dass es, wie gesagt, schön aussieht. Jetzt stempel ich mir auch nochmal mit meinem Labelstempel einmal Ich liebe dich in, ich glaube, das ist Abendblau. Das passt sehr gut zum Papier. Und da mache ich mir jetzt, nachdem ich das ausgeschnitten habe, noch ein Loch rein und befestige das Ganze dann noch mit einem Stückchen weißem Garn.
So, ihr Lieben, das ist meine Idee zum Thema Valentinstag. Natürlich, primär ging es ja eigentlich um die Verpackung, aber ihr könnt das ja auf jede Gelegenheit münzen, die euch hier für diese Schachtel geeignet erscheint. Ich finde die echt mega cool und macht auch richtig Laune, die dann noch so ein bisschen auszudekorieren, vor allem mit diesem schönen Chiffonband, das macht echt Laune. Und entweder ihr macht euch euer Designerpapier eben selber oder ihr nehmt irgendein schönes Papier. Passt eben auf, dass es jetzt keine Richtung im Papier gibt, weil es sonst unter Umständen sein kann, dass es eben auf dem Kopf ist. Da müsst ihr ganz genau und gut drauf achten. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video, eure Christina.